Hier, eine Kira Braun hat heute getwittert, dass sie entsetzt und fassungslos ist. Das Heute. Salami-Programm. Ich habe auch gerade lachen müssen innerlich. Heute wurde im Saarbrücker Westen der CDU-Bezirksbürgermeister mit Stimmen der AfD gewählt. Böse, Was? fassungslos bin ich. Im Gegenzug wurde zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister ein Mitglied der AfD gewählt und offenbar mit den Stimmen der CDU. Also, Analphabet. hier wird paktiert, ne? Gar nicht. Da macht jemand gemeinsame Sache mit der AfD. Habt ihr das gehört? Verfassungsschutz. Hier unten geht's weiter. Die CU hat mit diesem Schritt der Landeshauptstadt schweren Schaden hinzugefügt. Auch der OB trägt Verantwortung. Der Westen in Saarbrücken ist ein Ankommensbezirk. Was ist das? Also sie wollen da die ganzen Migranten haben. Ja, nicht. Dass ausgerechnet dort die AfD Macht erlangt, ist eine Katastrophe für alle, die auf Schutz und Solidarität angewiesen sind. Das ist nicht lustig, ja, ne? Aber also wählen nicht auch die Bürger, die dort wohnen, irgendwie den Bezirksrat und der Bezirksrat hat jetzt den Bürgermeister gewählt? Also kenne ich es bei mir im Kreis. Dass da irgendwo, zwar nicht direkt, aber doch irgendwie indirekt, die Bürger ja irgendwie der AfD eine gewisse Summe an Stimmen gegeben hat und die damit den Bürgermeister wählen. Wenn wir uns mal aber ja, wie die Kommentare schon sagen, ist schon schwierig, Demokratie zu akzeptieren. Ja. Das Ergebnis gefällt mir nicht. Ich fordere Neuwahlen. Wie war das? Ja, genau, das Ding ist ja. Also, es ist ja jetzt nicht nur, das haben wir ja schon in Thüringen damals gesehen, der FDP-Ministerpräsident, der mit den Stimmen von der AfD gewählt wurde. Zum Glück gibt es keine Merkel mehr, die hier intervenieren kann in Saarbrücken im Bürgermeistergeschäft. Aber es ist jetzt schon schlimm, wenn die AfD dir Stimmen gibt. Ja. Also eigentlich, wenn die AfD schlau wäre in diesem Bezirk. Und jetzt mal angenommen, da würden jetzt irgendwelche Wahlen wiederholt werden aufgrund dessen, müsste doch die AfD den SPD-Kandidaten wählen. Ja, aber die machen halt, die AfD macht halt keinen Kindergarten. Also du das machst ist halt ja das, aus ne? so einem hohen politischen Amt, die haben dir ja ein Vertrauen entgegengebracht, die Wähler, da machst du halt keinen Witz draus, Entschuldigung. Lustig wär's. Im Bundestag haben sie doch auch jeden Antrag, nur weil er von der AfD war, abgelehnt. Auch wenn er sinnvoll war und sogar teilweise dem Wahlprogramm von anderen Parteien entsprochen hat. Das ist doch einfach so ein Kindergarten. Weil es von der AfD kommt. Die CDU muss jetzt Farbe bekennen. Wenn die Brandmauer zur AfD steht, dann muss der mit rechtsextremen Stimmen gewählte Bezirksbürgermeister sofort zurücktreten. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit des OB und des CDU-Vorsitzenden Stefan Toscani. Die ist genauso wie die Linke in Thüringen. Die will auch einen Blumenstrauß auf den Boden schmeißen. So ein richtig kleines Kind, was auf den Boden stopft. So stelle ich mir das vor. Und was ist sie? Sie ist auch Politikerin? Ja. SPD, ich habe die Stimme Landtags nicht bekommen. Uäh. Sogar stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag. Im links Saarland nehme ich an, oder? Saarbrücken. Ein Podcast links und laune, ich muss ja mir merken. Neues Höllenloch. Kann ich gleich mal kopieren und bei uns reinschmeißen? Oh ja. Können wir mal schauen. Aber Podcast ist dann wieder langweilig, ne? Das hört man ja nur. Ja. Weißt du, und ich denke mir halt auf der anderen Seite, du hast hier eine verblendete Politikerin und auf der anderen Seite hast du hier in Saarbrücken einen Ankommensbezirk, also wahrscheinlich komplett geflutet mit Flüchtlingen. Und die Menschen dort haben halt AfD und CDU vorrangig gewählt und die haben halt sich gegenseitig halt, weil die wahrscheinlich noch am ehesten irgendwie miteinander Positionen teilen, halt die Posten verteilt. Sich Demokratie, ja. Das verstehen wir nicht. Ihre. Ist die falsche Demokratie. Ich weiß auch nicht. Aber die AfD ist ja antidemokratisch. Das ist einfach ein Meme. Wir leben in einer Simulation. In einem Meme. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Und wenn ihr auf konservative Cover von Liedern steht, kann ich euch den Account von Fulsk und der Akademie empfehlen. Alle Links findet ihr in der Infobox.